Hallo Freunde und willkommen zurück zu Darksiders. Wir haben in der letzten Folge uns zu dieser Arena vorgekämpft und es wurde ja gesagt, sie haben die verschiedensten Bestien. Mal gucken, was sie so alles haben. Fight Club! Einen Reiter haben sie. Dem schießen wir einfach mal ein bisschen ins Gesicht. Unsere Waffe läuft ja glücklicherweise nicht warm oder so. So, da der kurz gestunt war. Ja, fast. So, da ist er. Können wir noch ein bisschen weiter auf ihn schießen. Und das müssen wir jetzt erstmal eine ganze Zeit lang machen. Und wie gesagt, jedes Mal, wenn der so gestunt ist, können wir ein bisschen auf ihn drauf prügeln. Sollten aufpassen, dass uns das Pferd nicht erwischt. So, jetzt wird es ein bisschen assi, dass da jetzt noch ein paar Dudes dazukommen, aber kümmern wir uns halt erstmal um die Typen. Kennen wir ja. Können nix. Zwischendurch kriegt der Typ auch auf dem Pferd mal ein bisschen was ab. So. Auf mich zu schlagen. So. Könntest du jetzt mal langsam. Du hältst mir viel zu viel aus, Kumpel. Ach. Machen wir es mal so. Ah, wir konnten gerade auch mal den hier machen. So. Bin ich gegen? Habe ich auch was gegen. So, jetzt wird's nämlich erst richtig lustig. Jetzt kommen nämlich mehr von den Reitern. Yay! Naja. Können es ja mal probieren, Jungs, aber. So. Den rausnehmen. Beiden Pferdchen wollten einmal drauf prügeln. Bin ich gegen. Ja. Dann halt weiter schießen. So. Gestunt. Weg. Und weiter. Das kann jetzt noch ein bisschen dauern. Aber man kann halt auch auf die Pferde drauf prügeln, aber es ist halt oftmals gar nicht so einfach, weil die Typen halt einfach immer wieder drauf prügeln. Und wenn die Typen selber uns hauen, dann tut das tierisch weh. Oh cool, das eine Pferd können wir schon töten. Nummer 1. Außerdem sollten wir gleich mal Lebensenergie uns holen. So, jetzt holen wir euch erstmal so einen Dicker. Auf den habe ich keine Lust. Das sind sogar zwei von denen. Noch uncooler. Warum wurde ich von der Kiste wegteleportiert? Das finde ich gar nicht mal so nett. Okay, die Dudes prügeln sich scheinbar auch miteinander. Finde ich gut. Dann würde ich sagen, lassen wir die doch erstmal ein bisschen kämpfen. Kümmern uns um die, die scheinbar aggro auf uns sind. Warum auch immer. So. Der Kerl da hinten hat gar nicht mal so viel zu tun. Schleichen wir uns mal rum, warten mal ein bisschen ab, halten mal ein bisschen drauf. Nein, warum nicht? Schieß mal den Typen in den Rücken. Der Vorteil ist ja, dass die
Typen denen auch ein bisschen Schaden machen. Dann können wir immer mal wieder. So. Können die immer mal wieder die Aggro übernehmen. Dann wir den voll in den Rücken prügeln. Oh. Das hat uns nochmal erwischt. So. Du bist tot. Dann hätten wir schon mal den ersten erledigt. So, sauberer Genickbruch. So, du weg und du weg. So, dann kümmern wir uns jetzt um den hier noch. Wie gesagt, man kann es halt immer gut ausnutzen, dass die Gegner auch mal die Aggro übernehmen. Beziehungsweise, dass die Gegner eigentlich dauernd die Aggro von denen übernehmen. Immer schön ein bisschen auf Abstand bleiben, denn die Typen den dann mal wieder ein bisschen hauen, dann ist das auch alles geritzt. Der prügelt auf die ein, wir können ihn töten. Sehr schön. So wünscht man sich die. Ich brauche nur mehr Zeit, je mehr ihr seid, also. So. Das hat immer noch nicht funktioniert. Was? Quatsch, nein. So. Kriegen wir jetzt nochmal was hier. Außer, dass die immer weiter feiern. Das sind ganz schön viele Dämonen. Ja. Und da sitzt ein Oberdämon. Auf einem ziemlich großen Pferd. Und das ist der wahre Feind hier. Wie gesagt, das andere war eigentlich primär nur ein Geduldsspiel. Der Fight ist ein bisschen anstrengender. Du enttäuscht mich heute. Du siehst von hier oben ziemlich klein aus. Du kannst mir in die Augen sehen, wenn ich dich töte. Mal sehen, wie weit du kommst, Reiter. Mit nur zwei Beinen, die dich tragen. Wer zuletzt lacht, mein Freund. Dem können wir oftmals einfach keinen Schaden machen. Das ist ein bisschen nervig. Wir konnten daneben geschmissen. So, erstmal voll einer drauf. Und wir trotzdem voll über den drüber. Ja, böses Plättchen. Au. So. Schon mal haben wir seinen Zauber abgebrochen. Das überrascht mich. Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist, aber gut. Ach, fuck. Kommt voll rein. So. Kommst du jetzt mal vom Pferdchen runter? Sehr schön. Hallo, mein Freund. So, wer ist hier jetzt der Große? Hey. Ich ehre dich damit, dass ich dich töten werde, Kumpel. Seht nur, wie er sich duckt. Ich werde diesen Sieg feiern. Krieg ich mal einen Handschuh ins Gesicht. Wie ein Blatt im Wind. Der Kerl haut tierisch Schaden raus. Das muss man ihm lassen. Und auch sonst sind seine Angriffe gar nicht mal so nett. Wie gesagt, er hat halt ein bisschen Magie. Na, fuck. Fängst du schon wieder mit dem Scheiß an? Nein. Hier wird nicht geschlagen. Gewalt ist keine Lösung. Na, verdammt.
So, nochmal. Okay. Au. Aua. Sollte mal gerade. Au. Ja, das ist dem, glaube ich, auch bewusst. Das Problem ist, der Gegner ist auch gefährlich. Deshalb. Sicher ist sicher, ne? Hab mal. Hab mal eine Heimsuchung, Kumpel. Getötet durch Heimsuchung. So, wer ist jetzt hier der Große? So. Drecksack. Aber der Fight ist noch nicht vorbei. Ach, das sagst du, ne? So, wo ist das Pferd hin? Ach, da. Das Pferd kann sich im Boden versenken. Nicht nett. Ja. Vor allem trifft uns das Pferd die ganze Zeit. Was zum Teufel machst du? Aber das ist geskriptet, also. Das Ding hat den Verstand verloren. Töte es! Das reicht, sage ich. Erledige den Gaul! Ruin. Ich kämpfe nicht gegen dich. Du Narr! Ich befehle dir diesen Klepper zu! Und wenn nicht, bringst du mich dann um? Darauf lasse ich es ankommen. Braves Pferdchen. Und ja, der Reiter hat endlich sein Pferd wieder. Und vom Rücken des Pferdes aus können wir auch kämpfen. Seid ihr nicht gut unterhalten? Are you not entertained? Wunderschöne Anspielung. So, Krieg und Ruin sind wieder Feind. Während Krieg auf Ruin reitet, werden seine Schwertangriffe sehr mächtig. Drücken Sie LB und RB, um Ruin zu rufen und beziehungsweise vorzuschicken. Ja, wir können jetzt, wie gesagt, mashen durch die Gegner durch. Könnten theoretisch auch ein bisschen die Gegner schießen, aber das ist langweilig. Wir hatten auch einen Dash, ich weiß nur nicht mehr, wie der funktioniert hat. Mit RB, okay. Ihr seht schon, wir zerteilen die Gegner jetzt mit 2 bis 3 Hieben. Das ist ganz lustig. Aber ich würde sagen, den Rest machen wir mal so. Na. Ihr seid viele, aber ich bin mehr. Also, besser und so. So. Den noch zerlegt. Und die Masse lichtet sich schon ziemlich stark. Na. Ja, gleich. Wir gehen gleich wieder zurück. Dass ihr wieder zusammen seid, treibt mir eine kleine Träne ins Auge. Können wir jetzt gehen? Dieses schmutzige Vieh ist vielleicht deine einzige Hoffnung, den Stygian zu finden. Wo er recht hat, hat er recht. So. Und wie gesagt, wir können jetzt jederzeit, oder fast jederzeit, nicht immer. Es gibt Situationen, wo wir Ruin nicht rufen können. So viel sei schon mal verraten. Aber. Naja, die halten sich dann auch immer in Grenzen. Und vor allem, wie gesagt, mit Ruin können wir jetzt auch durch die Wüste reiten. Ohne direkt Gefahr zu laufen von einem von diesen
Würmern erwischt zu werden. Das ist ganz nett. So. Jetzt war keiner mehr in der Nähe. Schweine. Irgendwie seid ihr gerade sehr, gar nicht mal so aggressiv. Ich weiß gar nicht warum. Also ich vermöbel euch hier und ihr, nö, aggressiv, Lassen wir uns doch gern von Reitern verprügeln. So, nehmen wir noch die Truhe hier mit. Gibt wieder Seelen. Oh, schon wieder ganz schön viele. Und so. Wie gesagt, wir können halt jetzt auch hier durchdashen. Das ist ganz angenehm. Und mit diesem Dash-Angriff können wir halt auch den Würmern ganz gut ausweichen. Und jetzt können wir auch unseren ersten Wurm erledigen. Für eine kurze Zeit kann Ruin schneller beschleunigen und stürmen. Drücken Sie RB zum Stürmen. Ja, das habe ich auch schon rausgefunden. Das ist auch diese kleine Anzeige, die wir da haben. Wir haben halt so gesehen 5 Dashs zur Verfügung gerade. So, jetzt macht der nämlich auch den Dingens kaputt. So, eigentlich solltest du dein Maul öffnen zwischendurch. Genau so. Da müssen wir dann nämlich draufhalten. Was willst du denn? Hast du das gesehen? Unmittelbar bevor es dich erwischt hat, hat in seinem Maul etwas aufgeleuchtet. Oh. Ja. Hallo. Ja, manchmal ist das halt auch noch, trotzdem noch ein bisschen verbuggt. Queen, ich brauch dich. So. Komm, Würmchen. Braves Würmchen. Und dann können wir einfach die ganze Zeit vor ihm wegdashen, während er halt sein Maul aufgerissen hat. Wir können währenddessen auf diesen, ja, Gaumen schießen oder was auch immer das sein soll. Und da haben wir ihn. Jetzt können wir hin und B drücken, oder wie? Achso, ja, wir mussten auf Ruin reiten, klar. Weil wir Ruin einfach reinjagen. Und einmal der Länge nach. So. Das war unser erster Wurmkill. Dann können wir jetzt hier, meine ich, weiter. Müsste jetzt aufgehen. Ja, genau. Sag ich doch. Und... Gut gemacht. Ja. Aber das war nur ein Vorgeschmack auf den Stygian. Er ist der größte und böseste von denen. Ja, und hier haben wir halt einen Bereich, wo wir nicht mit Ruin kämpfen können. Allerdings kriegen wir unsere Frakturkanone wieder. Mohaha. Dann, dass wir mal alles in die Luft jagen. So, sonst noch irgendwer was zu melden? Hm. Nachschub. Ihr seid ziemlich flott auf dem Bein. Au. Hier ist jetzt vielleicht gerade mal ganz angebracht, einmal kurz die Kanone wegzulegen. Lol. Hauptsache, der hat erstmal seinen Kollegen erwischt. Finde ich gut. Au. So.
Dankeschön. Die haben ganz schön wehgetan. Und da oben kommt schon wieder einer. So, sonst noch irgendwer ohne Fahrschein? Ich wollte gerade sagen, die Musik ist noch nicht vorbei. So. Oh Gott. Okay, ich glaube, es wird gleich Zeit für die Chaosgestalt. Oh, wobei. Scheinbar kann auch dieses Vieh gegen die Frakturkanone nichts ausrichten. Finde ich gut. So. Alles zerlegt. Wie gesagt, die Musik ist noch nicht vorbei. Aber ich würde mir gerade zumindest gerne mal eben eine Lebenstruhe holen. Und da hinten sind noch mal ein paar Seelen, die können wir uns snacken. Okay, ich bleib mal kurz hier hinter dem Stein. Einfach, damit uns die Frakturkanonen da hinten nicht abschießen können. So. Ne. Na ja, kommt, könnt ruhig alle auf mich einprügeln, das macht mir gerade nichts. So, das ist halt das Schöne an der Sense, einfach dieser riesen Rundumschwung. Ein paar Leute noch in die Luft befördert. So, sonst noch irgendwer ohne Fahrschein aus euch beiden? Dankeschön. Das ging einfach. Wie gesagt, man muss halt nur wissen, wann man das machen kann. Das Problem ist, man muss halt, man sollte nur bedingt unterbrochen werden dabei. So, holen wir uns mal ein paar Seelen. Nö, alles ist das nicht. So, aber das war schon mal der erste. Und demnach. Ups. Da hatten wir gerade kurz das Zeug zu früh in die Luft gejagt. So, dann war hier noch eine Seelentruhe. Wollen wir natürlich haben. Da oben steht schon wieder so ein dicker. Okay, Kanone. Okay, das könnte jetzt echt unangenehm werden. So. Du lebst noch. Jetzt nicht mehr. Lebt das ganz dicke Vieh noch? Scheinbar nicht. Okay. Sonst noch jemand, der eine Abreibung möchte? Wow. Ihr seid die letzte Bataillon. Jetzt ja die letzte Bastion. Heißt das ja eigentlich. Aber ihr könnt schön fliegen. So. Dann können wir theoretisch wieder ins Wasser springen. Aber ich würde sagen, hier machen wir heute Schluss. Ne? Nächste Woche machen wir uns dann wieder auf die Suche nach dem Stygian. Und wenn wir den gefunden haben, dann gibt's auf die Fresse. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Freunde. Und wir sehen uns Montag wieder um 16 Uhr zu Darksiders. Bis dahin, schönes Wochenende und ciao.